Ja, bei der ganzen Euphorie im Europapokal vertreten zu sein, wurde letzte Woche deutlich, dass das Ganze eben auch deutliche Nachteile mit sich bringen kann. Etwa wenn ein Spiel am Donnerstagabend nicht mehr ausgetragen werden kann. Freitagvormittag erst Conference League in Tschechien gegen Slovatsko. Heute spät gegen Hoffenheim. Nächste Woche die Entscheidung und dann die englische Woche in der Bundesliga. Es werden anstrengende Wochen für die Kölner, die zwar im DFB-Pokal nicht mehr vertreten sind, wohl aber in zwei Wettbewerben überwintern wollen. Heute Hoffenheim in Schwarz zu Gast mit Angelino und dem ersten Angriff in der Startelf. Kramaric neu dabei, genauso der Ex-Kölner Kevin Vogt. Das ist Kramaric, Baumgartner und Rütter. Erste Aufgabe für Marvin Schwebe. Gästeblock in Hoffenheim gut gefüllt. Auch das war ein Argument, dieses Spiel nicht zu verschieben. Die Gastgeber mit Duda, Schmitz und Tigges in der Startelf. Drei Veränderungen also zum Conference League Spiel am Freitag. Das ist Tigges. Und der erste Abschluss für Köln. Wechsel werden jetzt entscheidend sein. Baumgart wird rotieren müssen. Tigges in der Spitze für Dietz. Das ist eine dieser Maßnahmen, um auch mal Spieler zu entlasten. Eine Viertelstunde gespielt. Spiel geht insgesamt munter los. Von Erschöpfung bei den Kölnern wenig zu sehen. Hoffenheim mit Sko und Rütter. Direkt genommen eine der großen Entdeckungen dieser Spielzeit bei der TSG. Jorginho Rütter nach der Flanke von Sko. Guter Angriff bis zum mäßigen Abschluss des Hoffenheimers. Knappe halbe Stunde gespielt. Köln über links mit Pedersen. Zunächst mal rausgeschlagen von Vogt. Kainz setzt nochmal nach. Zahiri, Duda, Zahiri und Tigges trifft den Ball nicht ganz, deswegen wird es gefährlich. Oliver Baumann geschlagen. Köln führt nach einer halben Stunde gegen Hoffenheim durch Steffen Tigges. Klasse herausgespielt von Duda, Zahiri und dann streichelt Tigges den Ball vorbei an Baumann ins Tor der Hoffenheimer. Hier zu erkennen, sieht aus, als wäre der Ball nicht ganz getroffen. Deswegen am Ende so gefährlich und unberechenbar für Oliver Baumann. Das wäre was. Nach der ganzen Aufregung ein Bundesliga-Erfolg gegen Hoffenheim. Für die Kölner wird es in der Liga drei wichtige Punkte. Wie reagieren die Gäste? Auch im Mittelfeld der Bundesliga mit Kramaric. Abschluss relativ frei zum Schuss gekommen. Dafür geht es dann doch weit vorbei am Tor von Marvin Schwebe. Hoffenheim noch mit Problemen in der Zielgenauigkeit. Dennis Geiger. Rütter. Baumgartner. Köln hat es eigentlich verteidigt. Verliert den Ball. Sko. Prömel. Kramaric. Baumgartner. Doppelpass mit Kramaric. Kann sich durchsetzen gegen Kölns Verteidiger Kilian, der auch heute in der Startelf steht für Soldo. Das darf natürlich nicht passieren. Zentimeter. Diesmal fehlen André Kramaric zum Ausgleich für die TSG. Insgesamt Köln jetzt doch ein wenig müde. Scheinbar Rütter schon wieder. Kramaric gegen Kilian. Nächster unnötiger Ballverlust der FC-Defensive. Baumgartner für Prömel. Und Marvin Schwebe ist noch gerade so dran gegen Grisha Prömel. Klasse abgewehrt von Kölns Torwart. Es gibt danach einen Eckball für die Gäste. Geiger mit Angelino. Zweiter Ball bei Prömel. Kabak. Prömel. Und Rütter nicht, dafür André Kramaric. Ball war für Rütter gedacht. Am Ende kommt Kramaric zum Abschluss. Schwebe ist da. Halbzeitstand in Müngersdorf. 1:0 durch Steffen Tigges. Köln wankt, aber hätte tatsächlich noch drei Punkte hier zum Abschluss dieses Spieltages. Zweiter Durchgang. Es geht weiter mit Hoffenheim, mit André Kramaric. Vorbei am ersten. Für Geiger gespielt. Gar nicht so schlecht, der Kopfball von Dennis Geiger.
bisschen frei zum Abschluss gekommen gegen die Kölner Verteidigung. Pedersen, Kilian nicht immer ganz sicher in der FC-Defensive, aber auch das noch gut gegangen. Abschluss danach für Marvin Schwebe. Duda verlängert. Tigges, plötzlich der Pfiff. Alle fragen sich, was ist passiert. Tigges ahnt es, wenig später gibt es Klarheit. Es ist tatsächlich abseits. Beim Abstoß von Schwebe und der Verlängerung von Duda steht Tigges ein bisschen zu weit am Hoffenheimer Tor. Kurios sieht man auch nicht so oft. Deswegen indirekter Freistoß fast an der Mittellinie. Den sehen wir auch. Angelino gegen Benno Schmitz. Kamaric, gut gespielt. Und Rüther, Schwebe unsicher. Nochmal daneben gegriffen. Glück gehabt. Aus Kölner Sicht drei Möglichkeiten, weil Marvin Schwebe hier nicht ganz sicher agiert und den Ball mehrfach nicht festhalten kann. Knappe Stunde gespielt. Hoffenheim drängt auf den Ausgleich. Baumgartner Köln versucht sich irgendwie zu wehren. Rüther für Baumgartner Pfosten. Nochmal Glück für Köln, aber wie lange geht das noch gut? Zwei Minuten später, Prömel. Geiger, schnell gespielt. Dabur, mittlerweile eingewechselt. Prömel, Dabur, Sko, Kamaric! Hochverdient, Ausgleich für Hoffenheim, André Kamaric. Wunderschön herausgespielt und aus Hoffenheimer Sicht endlich das verdiente Tor hier in Köln. Am Ende ist es der Pass von dem gerade eingewechselten Dabur raus für Sko. Kein Abseits bei der flachen Hereingabe für Kamaric und der einfach irgendwie mit der Picke durchgezogen zum 1-1. Jetzt hat er das Tor nach zwei, drei unglücklichen Versuchen in der ersten Hälfte. Hoffenheim spielt jetzt auf Sieg. Nächster Ball. Diesmal Sko alleine durch. Dabur. Bisschen zu kompliziert. Schwebe im Nachfassen gegen Dabur, der das Spiel bereichert hat in Hoffenheims Offensive. Zecheri von Köln. Ewig nichts mehr zu sehen. Dabur mal mit dem Fehlpass. Martel, Duda, Tigges. Aus dem Nichts plötzlich Kölns beste Möglichkeit im zweiten Durchgang durch den Torschützen, durch Steffen Tigges. Lücke ist da, nicht gut verteidigt von Hoffenheim. Fast wäre es passiert, das Gegentor trotz klarer Überlegenheit. Schauen wir auf die Ecke, die es im Anschluss gibt. Aufgabe für den Vorlagengeber zum 1-0 für Elias Zechiri. Hoch rein für Pedersen. Kopfball des Kölner Linksverteidigers. Sieht erstmal harmlos aus. Hier aber zu erkennen, dass Hoffenheims Vogt den Ball noch abgefälscht hat. Deswegen gibt es danach den nächsten Eckball für Zechiri. Diesmal für Tigges. Besser, gut durchgesetzt. Steffen Tigges, auffälligster Kölner. In der Offensive gegen drei Hoffenheimer das Luftduell gewonnen, auch wenn zum Tor ein paar Meter fehlen. Köln in der Schlussphase erstaunlich präsent, haben sich noch ein bisschen was aufgehoben für die letzten Minuten. Tigges mit Martel. Das ist eigentlich schon fast verteidigt, aber Pedersen setzt nochmal nach. Keins, Zechiri, Uth und Tigges. Vier Stationen von links von Pedersen bis zu Steffen Tigges und der trifft den Ball überhaupt nicht. Einmal Richtung Nordtribüne, aber weit vorbei am Tor von Oliver Baumann. 90. Minute, gibt es noch einen Sieger oder endet der Spieltag mit einem Unentschieden? Hoffenheim mit Kamaric. Gut gesehen, links Platz für Angelino und Baumgartner. Klasse Möglichkeit für Hoffenheim, Baumgartner und dann ist es nicht Torwart Schwebe, sondern Verteidiger Kilian, der den Ball abfälscht und Achtung, ein verschmitztes Grinsen des Rechtsverteidigers Benno Schmitz, auch wenn es nochmal Ecke gibt. Das ist Aufgabe für Geiger. Harmlos. Sko nochmal,
Petersen klärt. Martel gewinnt auch das Duell. Und dann ist Schluss in Köln. Nach der Woche wird der FC den Punkt sicherlich durchaus gerne mitnehmen. Man hat den Kölnern angemerkt, dass ein wenig die Kräfte nachgelassen haben. Aber es ist kaum Zeit. Nächste Woche das Entscheidungsspiel und hoffentlich kein Nebel in Köln-Müngersdorf.